Dein Lichtkörper expandiert. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Heute am 11. Mai 2024. Wir haben große Sonnenstürme schon hinter uns seit 2 Tagen und vielleicht spürst du, wie dein Lichtkörper sich ausdehnt und expandiert. Und dein Lichtkörper, das bedeutet, dass du in der Lage bist, viel mehr Energie aufzunehmen, Licht aufzunehmen, Licht in deinem Körper zu halten. Ja, es waren, ich glaube, 3 große Sonnenstürme. Der letzte kam, glaube ich, letzte Nacht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich grüße dich, meine liebe Community, immer noch aus meinem Urlaub vom Gardasee. Und ich habe schon 2 fast schlaflose Nächte hinter mir, denn es ist so viel Licht, so viel Liebeslicht durch diese Lichtstürme, durch diese Expansion auf die Erde geflossen und in unsere Körper hineingeflossen. Und heute haben wir ein ganz wichtiges, ganz besonderes Portal, ein starkes Portal der Herzöffnung. Am 11. Mai der Herzenergie, und zwar die Frequenzen der 1 und 1, die Frequenzen der Seelenverbindungen. Und vielleicht nimmst du wahr, wie du spürst, dass Seelenverbindungen sich weiter stärken, dass du das Gefühl hast, dass Menschen zu dir in dein Leben kommen, beziehungsweise auch Verbindungen, die schon existieren und die bestehen, stärker werden, intensiver werden, mit einer großen Herzöffnung, weil die Liebe noch intensiver fließt. Dieses Liebeslicht, was jetzt einfließt, so ging es mir vor 2 Nächten, als ich also auch komplett wach lag, ist so intensiv, dass wir aufgefordert sind, voller Demut, voller Hingabe, uns zu öffnen für diese weiteren Lichtcodes und Lichtfelder und tief zu atmen, sodass dein Körper, der sich weiter jetzt verwandelt, der sich übrigens auch weiter öffnet, ja, sofern du Widerstände spürst, sofern du Blockaden spürst, erlaube, dass diese sich lösen und heilen. Und der Körper, der sich jetzt weiter öffnet, die eigenen Lichtfelder, die sich weiter öffnen in dieser 1:1-Frequenz, dieses Liebeslicht in uns, umso tiefer es fließt, umso magischer wird diese eigene Verwandlung in dir. Und in der Meditation, in der Vorbereitung für dieses Video sind die Frequenzen von Avalon aufgegangen in der inneren Erde. Wir haben so eine starke Öffnung dieser weiblichen Frequenzen, dieser Liebesschwingung in uns, ja, diese 1:1-Potenzierung hinein in unsere Meisterschaft. Und es kam auch gleich die Energie und die Antwort aus der geistigen Welt, dass deine Meisterenergie jetzt weiter aktiviert wird. Und so kannst du dich fragen mit einem Zauber um dich herum, mit einer Zaubermagie um dich herum, wo und worin du weiter Meister werden möchtest in deinem Aufstiegsprozess, diese Aufstiegsenergien, die wirklich in deinem Zellbewusstsein dein Bewusstsein für dich als aufgestiegener Meister mit dieser 1:1-Frequenz oder 11er-Frequenz oder 1111-Frequenz in der Korrespondenz mit der 22 dieser Meisterzahl für dich in deinem Leben sich jetzt vervollständigen wollen, sich jetzt potenzieren wollen, sich jetzt füllen wollen. Denn hier geht es wirklich um die Fülle der Liebe in unserem Leben. Und diese Fülle der Liebe kannst du in deinem Körper spüren. Und vor allem, wie viel Fülle an Liebe du eben schon aufnehmen kannst mit diesen Liebeslichtfrequenzen, die jetzt über dieses Portal zu uns einströmen. Und die Aktivierung, die jetzt vollzogen wird, die geschieht mit diesen Sonnenstürmen über Solaris, mit diesen solaren Energien, also hochpotente Lichtenergien und Lichtquellcodes.
bringen dich auch in deinem Körper, in der Transformation deines Körpers, genau in die Stellen hinein, genau dort, wo du nicht nur physisch, sondern auch mental und emotional für dich dieses Licht aufnehmen darfst, sofern du magst, und für dich sozusagen dich dort auffüllen kannst. Und so habe ich zum Beispiel bei mir wahrgenommen, dass also in dieser vorletzten Nacht, letzte war ja auch noch sehr intensiv, der nächste Sonnensturm kam. Also zum Beispiel auch meine rechte Gehirnhälfte so stark geöffnet war, dass ich also mit Licht permanent durchflutet wurde in dieser rechten Gehirnhälfte. Aber schau, wo du es für dich spürst, denn wir haben mehr und mehr jetzt die Verbindung und Aktivierung der unteren Chakren über dein Herz mit den oberen Chakren. Und je nachdem, wo du es ganz besonders fühlst jetzt, ja, wo es hineinstimmt, genau dort brauchst du auch dieses Liebeslicht für deinen Aufstiegsprozess, für deine Heilung, für deine Transformation, für dein Voranschreiten jetzt mit dieser 1 zu 1, mit dieser 11er Energie der Meisterzahl. Ja, und so ist Jesus Christus, Jeshua, so intensiv jetzt an unserer Seite, um dieses Christuslicht weiter dir auch über seine Energie zu zeigen, zur Verfügung zu stellen, dich anzubinden, dich anzuschließen dabei. Ja, es ist wirklich, es ist sehr mächtig. Es ist sehr, 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 sehr mächtig. Diese Meisterenergie, diese Meisterzahl heute, diese Sonnenstürme, die auf die Erde kommen, die sich über den ganzen Mai hinweg ziehen werden, hinweg begeben werden, die wir werden wirklich den ganzen Mai über, wir haben ja noch das Pfingstfest, diese Auferstehung, wir werden den ganzen Mai über spüren, wie diese starken Erdbewegungen, auch die tektonischen Platten, die sich jetzt so stark bewegen und dieses riesige Feld von Avalon, was sich wieder öffnet in dieser weiblichen Kraft. Also wir werden es sehr, sehr stark noch weiterhin spüren, den ganzen Mai über. Jedoch heute ist dieses Portal so wichtig. Wenn du Zeit hast, begib dich in eine Meditation und dort fühle, in welchem Bereich deines Lebens möchtest du weiter Meister werden in deinem Aufstiegsprozess. Wie willst du deine Meisterschaft in deinem Leben jetzt neu ausdrücken? Ich habe heute Nacht geträumt, dass ganz viel Wasser überschwemmt, dass ganz viele Emotionen, ganz viel Wasser hochkommen wird, ja. Und wir das stark erleben werden. Deswegen atme dich dort durch. Versuch dich wirklich, wie in so einem Wasserrad bekomme ich gerade so ein Bild, wirklich zu atmen, durch dich von unten nach oben und wieder zurück und andersrum auch, je nachdem, wie du das Gefühl hast, wie dein Wasserrad sich drehen will. Ja, atme dich da richtig schön durch. Versuch das alles in den großen Fluss hinein zu begeben und wenn du die Möglichkeit hast, begib dich an das Wasser, denn dieses Wasser wird dir helfen, all die Emotionen immer wieder auszubalancieren und in ein Gleichgewicht zu begeben. Also lass die Liebe und dieses Liebeslicht über diese Sonnenstürme, die wir jetzt erfahren, auch wenn es für dich Druck vielleicht macht, auch wenn du vielleicht für dich wahrnimmst, dass du in bestimmten Lebensbereichen stagnierst, genau diesen Druck auch, dann geh dort hinein und atme dich dort durch, wirklich mit dem Element des Wassers, mit der Magie des Lichtes, kannst du dich dort wirklich durchatmen, um das in den Fluss zu bringen. Jetzt ist mit diesem Portal das Portal offen dafür, eben in welchem Bereich möchtest du deinen Aufstiegsprozess, deine Meisterschaft wirklich in das Leben hineinbringen und ausdrücken. Ja, also meistere dich selbst ist die Aufforderung, meistere dich selbst. Und ich habe was Wunderschönes gehört, und zwar, ich führe ja wirklich viele Selbstgespräche mit mir und ich rede mit mir. Und
Dieses mit sich selber reden, mit sich selber immer wieder in Verbindung gehen und mit sich selber den Kontakt aufnehmen, ist eine Form der Meisterschaft, wo du dich selbst immer wieder mit dir selbst auch einbringen kann. Also versuche du selbst mit dir selbst zu sein, in diese Selbstgespräche zu gehen und führe dich da wirklich komplett hinein. Ich wünsche dir heute einen kraftvollen Tag. Begib dich in die Demut, begib dich in die Hingabe an dieses Licht, an diese Liebe. Lass dich fallen im wahrsten Sinne des Wortes. Gib die Kontrolle ab und spüre, wie die Öffnung groß ist, ganz, ganz groß für dich, um diese Liebe deines eigenen Meisterselbstes zu empfangen und dann auch neu, ganz neu in dein Leben auszudrücken. Danke, 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 dass du da bist. Danke für alle Verbindungen, danke für die Spenden, danke für die Liebe von Herzen. Ich melde mich. Alles Liebe, deine Danielle.